Bevor ich mit dem wirklichen Video anfange, wollte ich ja mal eben sagen, dass mich momentan Dinge sehr beschäftigen und ja, deswegen kam jetzt auch länger kein Video. Ich weiß einfach nicht, wie ich in den nächsten Videos wirken werde, deswegen, ja, oder das ist auch der Grund, warum ich es jetzt hier anmerke. Es soll nämlich nicht so rüberkommen, als würde mir das hier keinen Spaß machen. Das macht mir viel Spaß, deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschlossen, ja, trotzdem mich jetzt vor die Kamera zu setzen, weil, ja, Dinge, die einen Spaß machen, die lenken einen ja auch immer gut ab. Und deswegen, ja, wollte ich das eben vorweg sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt wird, aber... ja, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, die einem so viel Freude machen, dann ja, kommt man ja vielleicht auch auf andere Gedanken. Das ist der Grund, warum ich das jetzt hier auch wieder aufgenommen habe. Und ja, ich hoffe, für euch bleibt oder ist alles so, wie es immer war. Und ja, ich wollte es irgendwie sagen, weil ich möchte ja auch nicht unsympathisch rüberkommen, so als würde ich hier nur sitzen, weil ich denke, ich müsste es und hätte eigentlich gar keinen Bock darauf. So ist es ja nicht. Ich habe da sehr viel Lust dran und ja, deswegen wollte ich das vorher sagen und jetzt geht's aber zum richtigen Video. So, dann jetzt hallo im richtigen Video. Ich wollte euch heute ein paar Teile zeigen, die ich im Sale gekauft habe. Ich bin noch drum und dran, mir ein paar Schuhe bei H&M zu bestellen, die jetzt reduziert sind, um die ich schon lange rumgeschlichen bin. Aber ich weiß noch nicht genau, weil ich sie eigentlich in zwei Größen bestellen müsste und eine ist immer ausverkauft, beziehungsweise sie sind abwechselnd ausverkauft. Und ja, ich wollte jetzt nicht noch länger warten, weil ihr natürlich die Sachen auch noch bekommen können sollt, die ich jetzt hier zeige. Und deswegen ja, fange ich jetzt einfach direkt mal an. Ich starte mit dem Teil, was mir am besten gefällt, glaube ich. Und zwar ist es diese Tasche hier. Die ist von Hallhuber und hat ursprünglich 50 Euro gekostet. Jetzt war sie auf 30 Euro reduziert. Und ja, es ist einfach so eine Tasche, die unten abgerundet ist, so ein bisschen Chloe inspiriert. Und die hat hier so goldene Details, sowohl hier der Verschluss als auch ja, hier so eine Kette. Und insgesamt ist der Riemen dann aber am Ende aus Leder und er ist auch längenverstellbar, was ich sehr cool finde. Und hier ist noch so ein Anhänger dran von Hallhuber und wenn ihr sie aufmacht, dann habt ihr hier einmal so ein etwas größeres Fach, wo auch ehrlich gesagt mehr reinpasst, als ich gedacht hätte. Und dann ist hier noch so eine Seitentasche und hier hinten noch so ein Reißverschlussfach, was natürlich auch immer sehr praktisch ist. Und ich finde, die Tasche passt einfach zu super vielen Sachen und ich brauche doch ehrlich gesagt eine kleine schwarze Tasche. Und wenn da noch goldene Hardware dran ist, dann ist es wie für mich gemacht. Und deswegen bin ich super froh, jetzt diese Tasche zu haben und dann auch noch für einen Schnäppchenpreis. Machen wir weiter mit Mango. Da habe ich eine Hose gekauft und ja, das war vielleicht so ein bisschen Schicksal. Ich habe nämlich eine Freundin besucht und wir waren zusammen bei Mango und da hatte ich die Hose an. Die war mir aber etwas zu klein und in meiner Größe gab es sie nicht mehr. Und dann habe ich sie natürlich nicht gekauft und jetzt habe ich sie im Sale gefunden in meiner Größe, was natürlich sehr cool ist. Sie ist von 49,99 auf 24,99 reduziert, also um die Hälfte. Und das war vielleicht so auch gut, weil ich sie vielleicht nicht so oft anziehen werde und 50 Euro dafür dann ein bisschen viel gewesen wären. Das ist halt so eine etwas schickere Hose, die hier hinten so aufgesetzte Taschen hat und ja, einfach eher so buntfaltenmäßig geschnitten ist. Und das Besondere daran ist einfach, dass sie, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ja, einfach aus Spitze besteht. Also klar, darunter ist noch ein blickdichter Stoff, aber vielleicht kann ich das hier mal so abziehen. Da seht ihr das. Sie ist einfach komplett aus Spitze. Und das macht sie halt zu was Besonderem und das finde ich sehr cool. Und ja, deswegen habe ich diese Hose gekauft. Außerdem noch dieses Top gekauft. Das ist etwas transparent, wie ihr sehen könnt.
Und ja, das hat so etwas dünnere Träger hier oben, die auch eher hier am, ja, am Hals, am Nacken anliegen und nicht hier so auf der Schulter sitzen. Und hinten hat es noch so einen Schlitz, so klein. Und hier oben machen wir es mit dem Knopf zu. Und ja, es fällt halt sehr locker, hat da unten noch so einen kleinen eingesetzten Gummibund. Und das macht es aber nicht eng, sondern ja, lässt es einfach nochmal anders fallen. Und das finde ich auch sehr schön. Das hat, war von 19,99 € auf 12,99 € reduziert. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, vielleicht zu einer weißen Hose, dann ja schwarze Schuhe nochmal, also einfach so schwarz-weiß kombiniert. Natürlich auch zu schwarze Jeans, was auch immer. Und ja, das finde ich sehr schön. Vielleicht, wenn man einfach nicht weiß, was man für ein Oberteil anziehen soll, ist sowas halt immer noch, ja, irgendwie angezogener, als wenn man einfach ein normales, enges Tanktop anhat. Jetzt habe ich bei H&M diese Bikinihose bestellt. Die, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe nichts Orangenes, glaube ich. Und ich finde auch den Schnitt sehr cool, weil die hier vorne, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die ist hier nicht einfach so glatt geschnitten wie hinten, sondern hat so einen Knoten hier in der Mitte oder so eine Art Knoten. Und das finde ich wirklich sehr schön. Ich finde das Muster auch schön. Ich habe mir das Oberteil jetzt nicht dazu bestellt. Ich hoffe, es passt zu einfach einem schwarzen Bikini und ja, finde ich mal was anderes, vor allem für mich. Und die hat, glaube ich, nur noch 6 oder 7 € gekostet und das, ja, geht ja total. Und ich hoffe, sie kommt jetzt auch mal zum Einsatz. Bei Zara habe ich dann noch 2 kurze Hosen gekauft und zwar einmal so eine schwarze hier. Die ist halt etwas schicker, die hat hier hinten so eine aufgesetzte Tasche und an der Seite einen Reißverschluss und unten an den Beinen hat, oder an den, ja, unten hat sie so Rüschen. Und das finde ich wirklich sehr schön. Die ist auch nicht ganz normal schwarz, sondern die hat noch so ein Muster. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich zeige es euch mal von näher. So sieht das aus. Ja, ich bin sowieso ein Typ, der lieber lange als kurze Hosen anzieht. Ich weiß auch nicht, weil ich meine Beine hässlich fände, sondern ja, ich finde es einfacher, dazu Schuhe zu finden. Ja, wenn ich dann kurze Hosen anziehe, dann mag ich es halt lieber irgendwie schicker. Also ich bin nicht so der Typ, der gerne Jeans-Hotpants anzieht. Also nicht, dass ich das nicht schön finde, aber ja, ich finde es dann zu solchen Hosen zum Beispiel auch noch einfacher, irgendwie Schuhe oder Oberteile zu finden. Ich weiß auch nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich diese Hosen noch gefunden habe. Und die war von 39,95 € auf 25,99 € reduziert. Noch eine Hose und der Stoff kommt euch vielleicht schon bekannt vor. Ich habe nämlich das T-Shirt davon und ich meine, das hätte ich in einem DM-Haul mal angehabt. Ich kann euch das Video auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken. Und das ist jetzt die Hose dazu. Ich bin schon länger drum rumgeschlichen, weil ich das sehr cool finde, wenn man so einen Zweiteiler hat. Also quasi ein Jumpsuit, aber ja, vielleicht wenn man sich streckt oder so, merkt man, dass es dann doch nicht zusammengenäht ist, sondern zwei einzelne Sachen sind. Und ich war mir aber irgendwie nie sicher, ob das vielleicht aussieht wie eine Windel. Also, ich weiß nicht, ich war mir irgendwie nicht ganz so sicher. Also, ich hatte das T-Shirt dann auch nie dabei und das gab es dann auch bei Zara irgendwie nicht mehr. Und deswegen konnte ich es dann nie zusammen anziehen. Und jetzt habe ich gesagt, komm, ich nehme sie jetzt mit, ziehe es zu Hause zusammen an und wenn es nicht aussieht, dann gebe ich die Hose wieder zurück. Es sieht sehr gut aus, finde ich. Allerdings habe ich die Hose in L gekauft. Ich weiß nicht, warum ich direkt zu L gegriffen habe, weil... Also ich weiß es eigentlich schon, weil bei Zara die Sachen ja so mini ausfallen in letzter Zeit. Das finde ich unglaublich. Mir passen manchmal Oberteile in L nicht und das finde ich sehr, sehr, sehr erschreckend. Und ja, deswegen hatte ich direkt zu L gegriffen. War vielleicht ein bisschen doof, weil sie etwas locker ist. Ich werde gucken, ob ich die noch in M bekomme. Also behalten möchte ich die Hose auf jeden Fall. Aber vielleicht in einer anderen Größe. Wenn es sie nicht mehr in M gibt, dann behalte ich sie. Zur Not mache ich sie mit einer Sicherheitsnadel fest. Mein Gott. Aber ja, das ist die Hose. Sie hat unten auch nochmal so Spitze und an der Seite einen Reißverschluss. Und die war jetzt von 19,95 € auf 12,99 € reduziert. Und für 13 € kann man ja eigentlich auch nichts sagen. Und ja, das ist die Hose. Das war es jetzt
auch schon mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr schon ein richtiges Schnäppchen im Sale machen konntet. Das freut einen natürlich immer total, vor allem wenn man die Sachen sogar für den regulären Preis gekauft hätte, weil man sie so schön findet. Und ja, schreibt mir das gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video.